Die Aktienmärkte feiern heute eine heftige, eine derbe Party. Vor allem die Tech-Werte im Nasdaq sind kaum zu bremsen. Aber was passiert, wenn Trump verliert? Was kommt dann, wenn er denn verliert? Wird diese Party dann weitergehen? Diese Frage versuche ich in diesem Video zu beantworten. Und zunächst mal versuche ich eine kleine Brücke zu bauen. In meinen Videos in letzter Zeit sehr, sehr viele Trump-Supporter, die sagen, Mensch, da sind doch die Fake-News-Medien, die haben die Stimmung völlig falsch eingeschätzt. Heute Morgen sah es danach aus, als würde Donald Trump klar gewinnen. Ich hatte den Tweet von Andreas Steno Larsen, der genau das antizipiert hat, was jetzt wahrscheinlich passiert, nämlich, dass morgens, wenn wir in Europa aufwachen, die Sache so aussieht, als würde Trump gewinnen. Warum? Weil eben die Leute, die republikanisch wählen, oft eben das direkt in der Wahlkabine tun und nicht durch Briefwahl stimmen. Und dann allerdings das Pendel mehr und mehr zu Joe Biden ausschlägt. Und derzeit sieht es danach aus. Der Wahlkampfmanager von Biden hat gesagt vor um und bei einer Stunde, ja, wir sind dabei, diese Wahl zu gewinnen. Wir werden mehr als 270 Wahlmänner stimmen auf uns vereinigen können. So oder so, man muss klar sagen, nicht Donald Trump, sondern Joe Biden war ein sehr, sehr schwacher Kandidat. Es ist ein Armutszeugnis für die US-Demokraten, dass sie einen schon sehr, sehr alten Mann hier aufstellen, der wenig Zukunft hat. Es ist klar, dass er nicht allzu lange Präsident sein würde, wenn er es denn wird. Und das Ergebnis ist eine richtige Enttäuschung für die Demokraten. Ich selbst hatte ja immer gesagt, ich rechne mit einem Sieg der Demokraten aus demografischen Gründen, Zunahme vor allem der Hispanics etc., dann aus Motivationsgründen, weil die Demokraten es schaffen, mehr ihrer potenziellen Wähler zu motivieren. Es ist dennoch eine Enttäuschung, es ist sehr, sehr knapp, insofern habe ich mich geirrt, nicht komplett geirrt. Man sagt ja, wenn jetzt Biden doch gewinnt, dann könnte man vielleicht sagen, wie im Basketball, wer trifft, hat recht, auch wenn die Wurftechnik nicht allzu sauber gewesen ist. Ich finde, wir sollten hierzulande in Europa irgendwie eine Diskussionsgrundlage finden. In den USA sind die Gräben so, so tief. Und die Frage ist, was jetzt passiert, wenn Trump diese Wahl verlieren sollte. Da kann es unschöne, hässliche Dinge geben. Wir sollten uns in Europa auf eine Diskussionsgrundlage verständigen und nicht dem anderen immer böse Absichten zutrauen oder unterschieben, unterstellen und sagen, ja, das sind die Bösen, das sind die Guten, das bringt nichts. Donald Trump hat in vielen Bereichen richtigerweise den Finger in die Wunde gelegt. Er hat Dinge vorangebracht, Nahe Osten etc. Er hat die Steuern gesenkt. Okay, das geht direkt in die Staatsverschuldung. Er hat einige gute Sachen gemacht. Ich sehe manche Dinge eben kritisch. Heute die Aussagen, die Donald Trump gemacht hat, dass man praktisch diese Wahl anfechten wird, weil im Prinzip man aufhören sollte zu zählen, wenn die Wahllokale schließen. Das ist eine sehr, sehr schwierige, problematische Ansage. Das ist in etwa so, als würde ich beim Fußball sagen, naja, wenn wir jetzt 1:0 führen in der 66. Minute, dann soll bitte der Schiedsrichter abpfeifen. Das geht irgendwie nicht. Die Regeln sind vorher klar. Es gibt die Wahlkampfmodusgesetze in den verschiedenen Bundesstaaten, die sind klar, die wusste Donald Trump, die wussten die Republikaner, die wussten die US-Demokraten, und ich kann jetzt nicht dann plötzlich sagen, wenn ich 1:0 führe, jetzt pfeifen wir das Spiel ab. Das ist irgendwie nicht okay, das ist sicherlich kein Dienst an der Demokratie in den USA und vertieft die Gräben eben jenseits des Atlantiks weiter, und das ist eine schwierige Entwicklung. Nochmal klar zu machen, wir sind jetzt nach wie vor der unsicheren Situation, was passiert mit der Wahl. Sie ist nicht entschieden, aber das Pendel ist mehr und mehr, mit Auszählung vor allem der Briefwahlstimmen, Richtung Biden gelaufen. Wir werden sehen, ob er gewinnt. Aber das vielleicht mal vorweggeschickt. Ich habe zum Beispiel unter den Kommentaren auf YouTube immer die Sache offen gelassen, habe möglichst wenig zensiert, wenn es irgendwie geht, weil ich eben diese Gesprächsgrundlage beibehalten will. Da waren zum Beispiel auch in Sachen Coronavirus nach meiner Auffassung hanebüchene Kommentare, die ich trotzdem habe stehen lassen, weil sozusagen hier auch eine Meinungsvielfalt irgendwie stattfinden soll. Allerdings ist es in letzter Zeit eben so, dass hier aus einem bestimmten Lager eben sehr, sehr viele Kommentare kommen, die sind sehr aktiv, und man hat dann teilweise den Eindruck, die wären dominant sozusagen in der deutschen Gesellschaft. Es ist aber eine Minderheit, wenngleich eine sehr laute Minderheit, und vielleicht könnten auch mal diejenigen, die vielleicht die Dinge zumindest einigermaßen ähnlich sehen wie ich, sich äußern. Das habe ich noch nie gemacht, sozusagen jemand aufgefordert, hier zu kommentieren, aber es wäre interessant, ob es da sozusagen wieder der Spiegel in den Kommentaren ist, wenn Leute, die wahrscheinlich die schweigende Mehrheit sind, sich auch mal äußern.
gestern. Aber wir werden sehen. Das mal vorweg geschickt. Wie sieht die Geschichte jetzt aus in Sachen US-Wahl, Aktienmärkte? Donald Trump hat diesen Tweet abgesetzt. Er hat gesagt, letzte Nacht habe ich noch geführt. I was leading. Da habe ich geführt, Vergangenheitsform. Meistens solide und plötzlich ist dieser Vorsprung weniger geworden und ballot dumps were counted, magically disappear und so weiter. Also er zweifelt an, dass es da mit rechten Dingen zugegangen ist. Very strange, sehr seltsam. Die Pollsters, die Umfrage, die Demoskopen, die hatten es komplett falsch. Ja, da hat er absolut recht, aber faktisch sagt er, es ist mit der Wahl nicht mit rechten Dingen zugegangen. Jetzt sagt Marco Rubio, ein Parteikollege von Donald Trump, selbst also Republikaner. Es ist taking days to count legally cast votes is not fraud. Also es ist völlig legal und richtig, dass sozusagen hier die Wahlstimmen wirklich gezählt werden. Denn Fakt ist ja eins, es sind ja Stimmen, die schon eingegangen sind hier bei den in den verschiedenen Wahllokalen. Es handelt sich ja nicht um Stimmen, die jetzt noch kommen werden irgendwann und den Poststempel vom Wahldatum tragen, sondern es geht jetzt zunächst mal nur um die Stimmen, die wirklich schon am Wahltag vorlagen. Und von denen sagte Donald Trump, ja, hört doch auf zu zählen, wenn die Wahllokale schließen. Das ist natürlich problematisch. Und Rubio sagt aber auch, okay, es ist legal auch sozusagen diese Wahl zumindest zu hinterfragen vor dem Supreme Court. Das ist legal. Es hat nach meiner Auffassung ein Geschmäckle. Wie gesagt, Schiedsrichter pfeift in der 66. Minute ab, nur weil Bayern München führt. Das hat dann doch ein gewisses Geschmäckle. Schauen wir uns jetzt mal die Wettmärkte an, wie da praktisch das Auf und Ab gelaufen ist. Hier predicted diese Wettplattform aus den USA 83,7% für Biden, inzwischen 15,7% nur noch für Donald Trump. Wir sehen, das war zwischenzeitlich völlig anders. Es ist ein Auf und es ist ein Ab. Momentan ist es ein Auf für Joe Biden, kann sich auch wieder ändern. Man steckt nicht drin und dieses Auf und Ab, das ist eben auch an den Aktienmärkten so passiert. Hier sehen wir mal den S&P Future. Da ist es ja rauf und runter gegangen, vor allem dann als runtergegangen heute Morgen, als Trump eben gesagt hat, ja, ich werde die Wahl anfechten vor dem Supreme Court. Dann sehen wir, Biden takes lead in Wisconsin. Inzwischen ist Wisconsin offiziell für Biden gewertet, das mit kleinem Vorsprung 20.000 Stimmen. Also es ist sozusagen ein Auf und Ab, was jetzt diese US-Wahl betrifft, und die Märkte reagieren mit einem Auf und Ab. Wir sehen auf der einen Seite einen wahnsinnigen Short Squeeze in Sachen Nasdaq, in Sachen Tech-Werte. Das Short Interest war kurz vor der Wahl sehr, sehr hoch. Jetzt sehen wir, dass sozusagen da Eindeckungen passieren. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass alles dafür spricht, dass die Republikaner, oder vieles dafür spricht, dass die Republikaner den Senat behalten. Das bedeutet für die Tech-Werte, die Gefahr von strengeren Regularien ist geringer, weil die Republikaner im Senat sich dem wahrscheinlich dann widersetzen würden. So zumindest die Logik. Das heißt, da ist ein bisschen das Damoklesschwert geringer geworden. Und der dritte Punkt vielleicht, dass man sagt, naja, da kommen wir gleich dazu, Stimulus-Hoffnungen sind ein bisschen weniger geworden und die Tech-Werte sind ja die, die am wenigsten eigentlich abhängig sind von Stimulus. Deswegen hat heute Value ein Problem, also die Werte, die zuletzt bei dem sogenannten Reflationstrade deutlich gestiegen sind, die haben jetzt ein Problem im Vergleich zu Hightech-Werten. Wir sehen hier zum Beispiel der Russell 2000, dieser Nebenwerteindex, nur leicht im Plus, während der Nasdaq über 4,3% im Plus ist, also ein riesen Unterschied. Und dieser Reflationstrade muss jetzt rückabgewickelt werden. Reflationstrade war sozusagen die Annahme, die Demokraten schaffen einen Sweep, gewinnen alles. Und dann kommt der dicke Stimulus und das wird dann den Small Caps, das wird dann den Value-Aktien besonders helfen. Das muss aber rückabgewickelt werden und das sehen wir hier. Ja, zum Beispiel bei den US-Staatsanleihen, bei der 10-jährigen US-Staatsanleihe, die massiv gefallen ist, die Rendite, nicht die Kurse, die Rendite, wir sehen hier krasse Bewegungen, das zeigt ganz klar, okay, das große dicke Stimuluspaket, das ist unwahrscheinlicher geworden. Die Aktienmärkte sagen sich, naja, nicht so schlimm, wir machen heute erstmal Party, aber diese Stimulusgeschichte war ja eigentlich mit ein entscheidender Treiber für die Aktienmärkte und die Korrektur ab 3. September hat ja dann begonnen, als sozusagen die Stimulushoffnungen sich immer mehr verflüchtigt hatten, das darf man nicht vergessen. Und wir haben jetzt hier eben Aussagen, dass eben mehr als 500 Milliarden nicht drin ist und das wäre in Sachen Stimulus ja die absolute Untergrenze.
Dieses Thema wird nach meiner Auffassung die Aktienmärkte noch schwer interessieren, dass da viel weniger Stimulus kommt, dass diese Geschichte deutlich unschöner wird als die kühnen Träume eben von 2 bis 4 Billionen, die man hier am Markt gespielt hat. Jetzt sagt der Zero Hedge, wie ich finde, in einer sehr treffenden Weise, eine disputed election, also eine angezweifelte Wahl ist eigentlich ja schlecht für Aktien. Ein Gridlock, also praktisch ein Patt in Sachen Institutionen in den USA, ist auch schlecht für Aktien. Aber die Kombination dieser beiden schlechten Faktoren ist super gut für Aktien. Das ist genau das, was heute die Aktienmärkte offenkundig spielen. Jetzt sehen wir schon interessanterweise erste Absetzungsbewegungen von Mitch McConnell, dem Führer der Republikaner im Senat, der sagt, ja, also es ist ja eine Sache, ob jemand sich bei einer Wahl vorzeitig zum Sieger erklärt, wie Donald Trump. Eine andere ist es aber, dass man erstmal eigentlich zu Ende zählen muss, nämlich die Stimmen. Das ist so ein bisschen in die Parade fahren von Donald Trump. Also Mitch McConnell scheint das nicht zu unterstützen, dass hier per se schon mal der Supreme Court angerufen wird und diese Wahl angezweifelt wird. Und Mitch McConnell scheint jetzt schon in Richtung Demokraten unterwegs zu sein, auch in Sachen Stimulus. Hier sagt er, ja, ich bin bereit, mit den Demokraten zu arbeiten. Da hat es nochmal einen Kick nach oben gegeben mit dieser Aussage, weil eben diese Stimulushoffnung noch nicht weg ist. Sie ist da, aber sie ist eben in der Dimension, in der Summe wohl deutlich geringer geworden. Jedenfalls erste Absetzungsbewegungen möglicherweise von Donald Trump. Warum aber darf Donald Trump diese Wahl nicht verlieren? Das ist das Thema, das jetzt vielleicht in den nächsten Tagen relevant wird. Zunächst mal hat Donald Trump möglicherweise wirtschaftlich ein Problem. Seine Hotels sind in der Corona-Krise nicht gerade wirklich stark laufend, wie alle Hotels. Donald Trump hat schon Gelder aus seinen Wahlkampfkonten rücküberwiesen in die Trump Organization, weil da eben offenkundig eine gewisse Geldknappheit herrscht. Und was vielleicht wichtiger ist, Donald Trump hat ja durchaus die Konfrontation gefördert. Er hat immer wieder in Reden gesagt, lock them up, sperrt sie ein. Angefangen damals mit Hillary Clinton, viele andere politische Gegner, da hat er gefordert, sie in Haft zu nehmen. Die gröhlende Menge hatte diese Forderung unterstützt. Jetzt ist natürlich jemand wie Donald Trump, der so vielen Menschen auf die Füße getreten ist und so viele mächtige Leute auch attackiert hat, teilweise ökonomisch oder auch politisch vernichtet hat, natürlich durchaus gefährdet, zum Beispiel im FBI. Da wird er sich den einen oder anderen Feind gemacht haben. Und wenn seine Immunität endet, absehbar, weil klar ist, er wird die Wahl verlieren, dann hat er ein Riesenthema. Er selber hat ja schon mal angedeutet, ja, wenn ich die Wahl verliere, muss ich vielleicht die USA verlassen. Oder er hatte selber sozusagen vielleicht eine Gefängnisstrafe zu gewärtigen im Worst Case. Also das ist der Grund, warum Donald Trump alles tun wird, nach meiner Auffassung, um hier nicht eine Niederlage eingestehen zu müssen, wenn sie denn kommt. Wie gesagt, nach wie vor wissen wir das nicht. Aber Charles Gasparino von Fox, immer sehr gut informiert über Trump und die Seinen, sagt, ja, das Team, das macht sich jetzt bereit, das schickt schon die ersten Attorneys in die verschiedenen Staaten, um die Wahlen dort anzuzweifeln, anzufechten. Und man geht davon aus, dass man immer noch die Chance hat zu gewinnen. Also wir sehen, das wird jetzt bereits in die Tat umgesetzt, das Anzweifeln der Wahl. Und hier sagt Gasparino, kann sein, dass wir einen Monat oder 2 Monate lang mindestens nicht wissen, wer nächster US-Präsident wird. Und jetzt ist die Frage, wie gehen die Aktienmärkte oder wie würden denn die Aktienmärkte mit einer solchen Aussicht umgehen? Wir sehen hier mal das Geschehen aus dem Jahr 2000, damals Bush gegen Al Gore. Al Gore hat ja dann mehr oder weniger vielleicht dem Vaterland der USA einen Dienst erwiesen, indem er einen Rückzug gemacht hat, einen freiwilligen Rückzug. Damals in Florida die Auszählung, hat er gesagt, okay, ich habe verloren. Damals sehr, sehr, sehr umstritten. Er hat es dennoch gemacht und wir sehen, dass damals zumindest auch am Tag nach der Wahl die Aktienmärkte deutlich gestiegen sind. Dann allerdings ging es runter und zwar bis 23% dann von dem nach Post-Election Peak, also von dem Kurshöchststand, den wir direkt dann am Tag nach der Wahl gesehen hatten. Muss nichts heißen, kann diesmal sehr gut anders kommen, aber es ist vielleicht eine gewisse Analogie, wenn wir uns mal zurückerinnern ins Jahr 2016. Da war es ja so, dass die Märkte zunächst panisch abverkauften, mindestens die Future-Märkte und die europäischen Märkte, als klar war, dass Trump diese Wahl gewonnen hat, um dann massiv und noch viel massiver zu steigen. Vielleicht haben wir jetzt das Umgedrehte, dass die Märkte erstmal massiv steigen, um dann, naja, die andere Richtung einzunehmen. Wir werden sehen. Jedenfalls
Jedenfalls, und darauf wollte ich Sie noch hinweisen, der Genosse Erich Honecker, der hat heute nochmal klar gemacht, dass es natürlich ein Systemnachteil ist, wenn, wie in den USA, zwei Parteien bestehen. In der Deutschen Demokratischen, da gab es nur eine Partei, und da, sagt der Genosse Honecker, hat man immer schon am Wahltag gewusst, wer die Wahl gewonnen hat. Und das ist doch mal ein Vorbild hier auch für die amerikanischen Genossen, könnte man sagen. Insgesamt, sollte Biden die Wahl gewinnen, wird die Welt nicht untergehen. Auch als Donald Trump Präsident war, ist die Wahl nicht untergegangen, ist die Welt nicht untergegangen. Vielleicht sollten wir uns darauf fokussieren, weiter miteinander zu sprechen und uns nicht die Tomaten an die Köpfe zu werfen. Ich halte das für sinnvoll. Ich persönlich würde gerne nach wie vor diese Gesprächsbereitschaft haben, würde die Leute gerne einladen, zu diskutieren und sich nicht immer sozusagen sofort ganz böse Absichten zu unterstellen. Das liege mir persönlich am Herzen. So, und ich werde mich jetzt bald Richtung Bett begeben, denn ich habe heute fast kein Auge zugedrückt aufgrund der US-Wahl. Bin strunzmüde und sage Ihnen deshalb jetzt Servus und Ciao.